2. Dezember, 1. Advent und der SC Tegeler Forst gab mal wieder pünktlich den Start zum Herbstwaldlauf. Seit 2004 mit dem Zusatznamen versehen, Gunni Sachs Gedenklauf, frei. Die Stimmung war super, herrliches Wetter, schöne Strecke, anspruchsvoll, bergig, Spaß gemacht. Sehr toll. Sie sind so alle so locker drauf und freuen sich, dass wir rennen dürfen. Und das an diesem Morgen, ja, an diesem trüben Vormittag. Erster Advent. Die gute Stimmung ist berechtigt, denn beim Herbstwaldlauf soll der Spaß am Laufen für die rund 500 Teilnehmer an erster Stelle stehen. Jedes Jahr zum ersten Advent wird dieser veranstaltet und soll ein kleiner Jahresabschluss gemeinsam mit allen Teilnehmern werden. Dies ist der älteste Waldlauf oder Crosslauf in Berlin. Wir haben diesem Jahr den 64. Nächstes Jahr ein besonderes Jahr mit dem 65. Immer zum ersten Advent in jedem Jahr ist das praktisch eine Familienveranstaltung für Jung und Alt. Ich bin jetzt das erste Mal hier gewesen. Das ist ein netter Ausgang des Jahres, so zum Herbst hin. Dass es sehr familiär ist, ganz unkompliziert. Und man hat wenig Zeitaufwand. Chris Stollen und Tee standen schon bereit, doch davor ging es ab in den Wald. Nicht nur Läufer durften an den Start gehen, auch die Walker waren mit dabei. Beim Hauptlauf konnten sich die Erwachsenen ab U20 beweisen. 11 Kilometer war die Herausforderung, aber für alle machbar. Für Familien, Kinder und Jugendliche gab es 1,9 Kilometer, 3,8 Kilometer und 5,7 Kilometer zu bestreiten. Sie haben vielleicht heute mitgesehen, dass die Jüngsten waren 3, 4 und die Ältesten über 80. Das ist schön, das macht den Leuten Spaß und viel Freude für die Leichtathletik. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Anspruchsvoll, wie gesagt, durch die bergige Strecke, aber super viel Spaß gemacht. Ging ganz heftig auf und ab. Und das für Berlin ist erstaunlich. Für die Motivation gab es, na klar, das darf nicht vergessen werden, Medaillen. Und für die Erst- bis Drittplatzierten der jeweiligen Altersgruppen Urkunden und kleine Geschenke. Ich finde, es ist ganz toll organisiert. Vor allem an diesen Kreuzungen steht immer jemand, sodass man sich nicht verläuft. Das war ganz toll bisher. Nichts zu meckern. Alles gut organisiert. Wie immer perfekt. Das Team hat hervorragend gearbeitet. Ich danke den vielen Helferinnen und Helfer aus dem Verein, die mit dazu beigetragen haben, dass der Lauf möglich ist. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Nach so einem Abschlusslauf für dieses Jahr können alle Teilnehmer nun entspannt in die Weihnachtstage starten.